kann auch Calciumtabletten nehmen. Oh, das halte ich für nicht so optimal. Ja. Also Calciumtabletten, kommt drauf an, was das für Calciumtabletten sind, was das für eine Verbindung ist. Wenn es eine wasserlösliche Calciumverbindung ist, dann ist es entweder Calciumcitrat. Ja, Calciumcitrat ist wasserlöslich, ist aber, da ist das Calcium an Zitronensäure gebunden, also eine organische Säure. Ja, und die wird natürlich zersetzt, ne? Und kommt auf die Menge an, kann es sogar theoretisch Probleme im Becken geben. Oder alternativ, Calciumchlorid ist auch wasserlöslich. Ja, und da hast du natürlich das Problem, dass du wieder Chlorid-Ionen ins Becken reinkommt, die kein Mensch braucht, ja. Und also in der Menge verbraucht das auch kein Tier, ne? Also da, wie gesagt, mit Calcium-Tabletten wäre ich persönlich sehr vorsichtig. Da wir gerade bei Schnecken sind, habe die Tellerschnecken, die ursprünglich mal schön bernsteinfarben waren, im Laufe der Zeit hatten plötzlich alle so weiße, raue Gehäuse. Scheinen wohl auf zu sein. Ja, das ist halt bei noch vorhandener KH, allerdings niedriger, nicht auf Null, sondern mit niedriger KH, wird immer noch das Gehäuse aus Calcium gebaut. Ja, und dann kommt es entweder zu Gehäuseschäden durch Zersetzung, ja, also direkte Zersetzung, oder sogar durch andere Schnecken, die an den Gehäusen rumlutschen und versuchen, ihren Calciumbedarf zu decken. Ja? Daher meistens sogar durch andere Schnecken kriegst du diese weißen Krater überall auf den Schneckengehäusen. Ja, das sind meist Fraßspuren von anderen Schnecken. Ja, aber hast du keine KH drin, ja, wie bei mir, KH0, also entsprechend auch quasi kein Calcium vorhanden. Dann müssen die Schnecken stellen dann um auf Hornproduktion. Ja, da wird also das Gehäuse nicht mehr aus Calcium hergestellt, sondern aus, ja, aus Horn. Ne? Und das wird halt nicht, zersetzt sich nicht im Wasser. Jedenfalls natürlich irgendwann auch. Aber es wird auch nicht von den anderen Schnecken angefressen, weil sie eben da kein Calcium rausholen können. Ne? Ist halt so. Ne?